mutmaßlichen Tätern drohen bei einer Verurteilung. Awesome TV, bro. We did it, dude. Die Mitglieder einer deutschen Rockband erlebt. Ihr Tourbus hat auf Höhe Back vermutlich wegen eines Kurzschlusses im Motorraum zu brennen begonnen. Der Buslenker konnte gerade noch zu einer Tankstelle abfahren. Ein brennender Bus bei einer Tankstelle. Beinahe ein fataler Fehler. An Bord. Die apokalyptischen Gestern, nach einem Konzert in Graz, haben sie sich auf den Weg zur nächsten Station nach Mailand gemacht. Als der Fahrer auf der Pack Brandgeruch wahrnahm, konnte er den Tourbus mit 22 Menschen an Bord auf einen Autobahnparkplatz in die Nähe einer Tankstelle. Interessant bei diesem Einsatzwagen, dass das Ganze auf einer Tankstelle stattgefunden hat und neben dem brennenden Fahrzeug noch ein Sattelzug mit Gas beladen war. Das ist eigentlich die Gefahr, wenn der Bus in Vollbrand geraten wäre, sehr eine Explosionsgefahr bestand wäre für den ganzen Bereich. Wir saßen im Bus. Irgendwie war es geschrieben, get out of the bus, get out of the bus. Der Bus stoppte, die Maschine war aus und wir rannten alle raus und dann schlugen riesige Flammen hinten aus dem Bus raus und an der Seite. Ja, mittlerweile German Ball Christensen aufgetaucht und 7 Löschfahrzeuge, das ist ein unglaublicher Aufwand. Ja, und wir wissen nicht, wie wir unsere Tour weiterführen sollen. Das Konzert in Mailand hätte heute stattfinden sollen. Das wurde abgesagt. Wie es mit den Terminen in Innsbruck, Wien und Linz weitergeht, wird noch geklärt. Let's go have some beers. Du, mit dem Fuß? Yeah, yeah. Okay, dann habe ich das von mir. All right. Let's film each other. Yeah. All right. Yeah. All right. This is so gay. All right. Let's get some food here. We want to eat here.